Also mein Name ist Jutta Gebhardt, ich wohne in Rabenau und mache das eben als Hobby, habe mir das angeeignet und es wird von Jahr zu Jahr immer abwechslungsreicher. Ich mache für Ostern und für Weihnachten diese Sachen. So. Na? So, und jetzt mache ich hier mal was. Das wird jetzt eine durchbrochene Schale, eine durchbrochene Kugel. Und so wie ich sie gestalte, wird jede anders. Man kann unten dann eine Lichterkette reinsetzen oder ein Teelicht. Erst mache ich die kleinen Schlangen drauf und dann versuche ich das irgendwie immer mit dem Schwung dieser Linie auszuschneiden.